Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Platin. Ich habe es nach einer Stunde Pokémon suchen geschafft, die zu bekommen. Hier habe ich trainiert, aus Versehen. Es wollte ich schon entwickeln, aber ich habe es schnell gestoppt, weil ihr nicht dabei wart. Okay, dann habe ich hier noch Plinfer. Und ja, so hinterhältig Skeggarbor. Das war echt schlimm. Das hatte noch ganz wenig KP, vielleicht so 3 Stück. Und ich habe nur noch 5 Pokebälle. Ich werf 4, der kommt immer zum ersten Mal wieder raus. Und den 5. habe ich es geschafft. Ja, das war so richtig spannend. Aber für einen Part wäre es nichts gewesen. Ich würde sagen, wir trainieren mit den Pokémon, deswegen muss ich schnell austauschen. Weil wir sonst nicht viel weiterkommen. Ja. Zuerst Plinfer. Plinfer ist lustig. Glück gehabt. Ein Vulcano. Feuer-Pokémon. Ich habe jetzt auch bemerkt, dass männliche und weibliche Pokémon Unterschiede haben. Ganz stark bei Glumanda. Hat man ganz stark gesehen. Fail. Ein Griffel. Wir brauchen keinen Ambidiffel. So, wann greifst du denn zuerst? Das darfst du nicht. Okay, dann schaffst du alleine. Schaffte trotzdem. Ich fang's, ich habe keinen Pokéball mehr, ich habe kein Geld und keine Pokébälle mehr. Ciao. Komm schon, Level 6. Los. Fuck. Dammt. Ja. Ein Zickzacks. Es wird eng. Sehr eng. Verdammt eng. Es muss es trotzdem werden. Was? Die Pokémon hier sind schlau. Oh. Aber nicht so schlau. Wow, 25. Hat sich ja voll gelohnt, gegen ihn zu kämpfen. Naja, für ein Level 6 Pokémon. Ach, tschau. Ein Bedienitzer. Okay. Das ist schön. Kriege ich auch nur wenig. 24. Ich weiß noch was lustiger ist als 24. 25. Okay, der war schlecht. Der war auch geklaut und ich gebe es zu. Ich bin schuldig. Ja, ich greife zuerst an. Hä? Hast du jetzt nicht gedacht? Gesicht. Solche Attacken finde ich unnötig. Wow, es erkennt mich. Ich sage einfach nichts und ich nehme das, dass die Pokémon schlau sind, zurück. Okay, einige sind schlau. Das kriege ich bestimmt noch weniger. Gleich viel. Da fühlt man sich immer wieder, das ist ja ein neuer Start, aber man fühlt sich immer wieder, als würde man wieder von vorne anfangen. Wenn ich jetzt hier auch das Skeggarbor trainiere später. Ein Radfratz. Hallöchen. Oh, ich war mit dir noch nicht im Pokémon-Center. So ein Luxus kennst du bei mir nicht.
Okay. Ich habe gehört, dass es hier diese Schatten-Pokémon oder so gibt. Da habe ich mal Lugia gesehen und es erinnert mich sehr stark an Pokémon XD. An das Krypto Lugia. Ich nie gecheckt habe, wie man es heilt. Jetzt weiß ich es, aber ich habe keine Lust, jetzt zu spielen. Ach ja, das ist dämlich. Scheiße. Jetzt keine Dummheit machen. Dankeschön. Gut so. 40. Nein. Ich habe keine Lust. Der Gang ist zu weit. Vielleicht schaffe ich es ja auch so. Wenn nicht, dann wechsle ich halt einfach nur ganz schnell zu... Oh, hat nicht mehr so viel. Wechsle ganz schnell zu... habe ich gesagt. Jetzt muss ich ja mein Pokémon Center. Ich gebe es zu. Lernen neue Attacke. Belloba, sehr gut. Okay. Oh, leck. Okay. Ah, Schwester Joy in Lila. Komm, bitte heil meine Pokémon. Okay. Hier hat mir Lucia das Pokémon-Fang beigebracht. Ein Habitag. Level 4. Los, Blinzer. Stell dich dieser Aufgabe. Ich glaube, ich werde dich so bis Level... Das ist ja eine lustige Animation. Nicht sehr effektiv. Oder normal. Kannst du dir sparen. Ich glaube, ich trainiere so bis kurz nach Level 10. Oh, ein Charmian. Ein weiteres Katzen-Pokémon. Nein, Penner. Boah, du bist... Hey, du bist ja voll den hohen Level. Nein, vergiss... Ja, haha. Muhaha. So oft darfst du das nicht machen sonst. Oh, Initiative, das ist ja schön. Du kannst nie mal einsetzen, Mann. Check's doch. Mann, das regt mich auf. Ich würde es gern fangen, aber ich habe keine Pokéball mehr. Geschweige denn Geld dafür. Dafür will ich jetzt damit mindestens 50. Yay. Aber immer noch kein Level. Doch, Level Up, sehr gut. Soll ich wirklich schon gegen meinen ersten Gegner kämpfen? Einen Teenager. Ist diese Schwalbini verletzt? Sieht ein bisschen so aus. Belubberig. Ich überlege immer noch, welches Pokémon ich als viertes nehme. Ja, vielleicht läuft mir jetzt über den Weg. Ich habe nämlich keine Ahnung, welche denn hier auftauchen. Flug brauche ich nicht und ich habe immer noch keinen. Ich habe immer noch keine Pokéwelle. Vielleicht, wenn ich gegen ein paar Leute kämpfe, bekomme ich bestimmt ein wenig Geld. Ja, ich kriege, glaube ich, nicht so viele Erfahrungspunkte. Deswegen kämpfe ich gegen den schwarze mit statt einem blauen. Okay, kämpfen wir. Gunther! Ach, diese Pokémon arm. Mann, bist du lame. Also, vom ersten Blick aus.
Wow. Wie viel hast du? 4? Level auf... Nein, nicht Level steigt. Schade. Wäre lustig gewesen. Ein Volltreffer. Ciao, ciao. Komm, du musst es hier... Du musst hier auf Level 10 kommen, sonst bist du geliefert. Vielleicht. Ja, verpiss dich, Alter. Verdammt. Ey, die setzen... Der Schlau. Aber nicht so schlau wie mein Panflam. Keine Lust mehr mit diesem Kinderspielchen hier. Oh. Sieht ganz eins ab. Nein. Ha. Damit hättest du jetzt nicht erwartet. Okay. Für den allerersten Trainer ist der ziemlich brutal. Also... Nicht vom Level her, sondern von den Pokémon, dass er gleich 4 Stück hat. Wenn es so weitergeht, wird es ziemlich brutal hier. Ja, Gunde. Ja, ich bin einfach zu stark, ich weiß. Gib mir all dein Geld. 32? Damit kann ich mir nicht mal einen halben Pokéball kaufen. Ich kann mir vielleicht ein Siebtel vom Pokéball kaufen. Nächstes Mal springt er mehr raus, ne? Hey, ein Wablu. Ich mag die sehen alle aus, als... Die haben ihre Luftanimation und die stehen am Boden. Wie originell. Muhaha. Endlich. Alle Wildzähne. Plaudergeil. Mal gucken. Eine Hürde. Für dich. Ich darf jetzt aber keinen so hohen Level haben. Nein. Scheiße. Nein! Scheiße. Das wird dir noch leid tun. Ich kann nicht gewinnen. Du gibst mir so wenig Geld. Ich bin so wütend, dass ich meine Pokémon heilen gehe und diese Aufnahme stoppen werde. Wir sehen uns im nächsten Part, in dem wir noch weitere Trainingseinheiten vollführen. Also dann, tschüss.